Ohoff, wie sind Sie zur Demokratie gekommen? Ja, ich bin damals durch meinen Onkel überredet worden, der gesagt hat, als meine Tochter noch ganz klein war, du kannst nicht jeden Tag zu Hause sitzen, komm doch einfach mal mit zur FDP. Und das habe ich dann gemacht und ich fand die Leute wirklich klasse und es hat mir sehr viel Freude gemacht und das war vor 27 Jahren. Und in der Zwischenzeit hatten Sie nie den Gedanken, mal doch eher an den Rand zu wechseln, weil man da mehr Aufmerksamkeit kriegt durch Presse oder Ähnliches? Nein, nee. Also es kann ja nicht sein, dass wir als Vertreter von Demokraten uns nur von der Presse treiben lassen. Die Presse ist zwar wichtig, weil wir den Leuten natürlich sagen müssen, was unsere Inhalte sind, aber wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wir unser eigenes Profil bewahren. Und für mich gab es nie eine andere Alternative als die FDP. Als Sie das erste Mal gewählt wurden, was war das für ein Gefühl? Ja, das war ein aufregendes Gefühl. Es war auch ein schönes Gefühl. Es ist natürlich toll, wenn die Leute hinter einem stehen und auch davon überzeugt sind, dass man der richtige Mann oder die richtige Frau ist für die Arbeit. Man muss natürlich auch viel tun und hat dadurch auch eine Verpflichtung und Verantwortung, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Okay, vielen Dank fürs Gespräch.